Hallo hier von Schmelzberg, das ist mein Kollege Rainer, ich bin der Asian und wir möchten euch gerne zeigen, wie flexibel man die WKL-Kästen für die Installation vorbereiten kann. Zum Verstellen der Tragschiene inklusive Basisträger wird zunächst die Abdeckung gelöst. Anschließend löst man die Schraube der Zentralbefestigung. Dann kann der Träger sowohl längs verschoben werden, als auch im 45-Grad-Winkel gedreht und auch in dieser Position wieder verschoben werden. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, wird die Schraube der Zentralbefestigung wieder angezogen und wieder abgedeckt. Um die Tragschiene in ihrer Höhe zu verändern, lösen wir den Basisträger komplett, holen den Basisträger samt der Klemme aus dem Gehäuse, lösen die Schraube seitlich, ziehen die Klemmen von der Tragschiene runter, fädeln die Tragschiene in dem unteren Loch des Basisträgers ein und schieben die Klemmen wieder auf den Träger drauf. Positionieren das Ganze und sichern die Tragschiene wieder mit der Schraube seitlich. Anschließend wird der Basisträger samt der Klemme im Gehäuse wieder positioniert und fest montiert. Zum Schluss die Kappe noch drauf und wir haben die gewünschte Position des Klemmenblocks. Die vormontierte Außenbefestigungslasche kann bei Bedarf um 90 Grad gedreht werden. Dazu wird zunächst die Kappe der Zentralbefestigung gelöst, anschließend die Schraube der Zentralbefestigung gelockert, sowie die beiden Schrauben der Außenbefestigungslasche herausgeschraubt. Jetzt kann die Außenbefestigungslasche durch leichtes Anheben um 90 Grad gedreht werden und an dieser Position wieder verschraubt. Nun wird der Basisträger an der gewünschten Position positioniert, die Zentralbefestigung wieder verschraubt und mit der Abdeckkappe verschlossen. Ja, und weiter geht's. Für die Leitungseinführung öffnen wir die metrischen Vorprägungen und setzen Doppelmembranstutzen ein. Doppelmembranstutzen eindrücken. Und mit dem Cuttermesser für die Leitungseinführung öffnen. Damit ist der Kasten vorbereitet. Für weitere Informationen klickt auf www.spelzbech.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt haben wir uns einen Kaffee verdient.